In diesem Kapitel schauen wir uns die Buchhaltung eines Einzelunternehmens genauer an. Ein Einzelunternehmen eignet sich für personenbezogene Tätigkeiten. Diese Rechtsform eignet sich daher besonders für Tätigkeiten, die stark mit dem Inhaber in Verbindung stehen. Oft entscheiden sich Architekten, Handwerker, Ärzte, Anwälte und lokale Handelsfirmen für die Rechtsform des Einzelunternehmens. In der Buchhaltung erkennen wir die gewählte Rechtsform des Unternehmens am Eigenkapital. Beim Einzelunternehmen nennen wir es Eigenkapital, bei der Aktiengesellschaft nennt man das Eigenkapital Aktienkapital und bei der GmbH Stammkapital. Ein Einzelunternehmen kann nur eine einzelne Person gründen. Wollen mehrere Personen zusammen ein Geschäft gründen, so ist eine andere Rechtsform, zum Beispiel die AG oder die GmbH, zu wählen. Hier die wichtigsten Merkmale zum Einzelunternehmen in der Übersicht. Die Details dazu finden Sie auch in der Präsentation zum Einzelunternehmen im Kapitel Einzelunternehmen in Rechtskunde. Das Einzelunternehmen in der Schweiz ist mit rund 330.000 Firmen die am häufigsten gewählte Rechtsform. Die Firma muss den Familiennamen mit oder ohne Vornamen der Gründerin oder des Gründers beinhalten. Neben dem Namen sind auch Zusätze wie Tätigkeit oder Fantasiebezeichnungen möglich. Seine Beliebtheit verdankt das Einzelunternehmen den Vorteilen, die sich aus den einfachen Gründungsanforderungen und dem Fehlen von Mindestkapitalanforderungen ergeben. Das Einzelunternehmen ist im Obligationenrecht nicht speziell geregelt. Ein Einzelunternehmen kann einfach und fast formlos gegründet werden. Das ermöglicht eine rasche Geschäftsaufnahme. Das Einzahlen eines fixen Grundkapitals ist nicht nötig. Der Eintrag ins Handelsregister ist nur obligatorisch, wenn es sich um ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe handelt und der Umsatz 100.000 Franken pro Jahr übersteigt. Die persönliche Haftung der Geschäftsinhaberin bzw. des Geschäftsinhabers ist unbeschränkt. Das heißt, es besteht auch eine Haftung mit dem Privatvermögen. Aus diesem Grund gründen viele Unternehmer eine GmbH. Denn schon mit einem Mindestkapital von 20.000 Franken hat man bei einer GmbH den Nachteil einer persönlichen Haftung nicht mehr. Beim Einzelunternehmen sind der Eigentümer und das Unternehmen ganz eng miteinander verflochten. In der Buchhaltung müssen wir daher zwischen Geschäft und Eigentümer klar trennen. In der Buchhaltung des Einzelunternehmens haben wir zwei wichtige Konten: das Konto Eigenkapital und das Konto Privat. Zuerst zum Konto Eigenkapital. Das Eigenkapital zeigt das vom Inhaber dem eigenen Unternehmen langfristig zur Verfügung gestellte Kapital. Es ist ein Passivkonto. Kapitalerhöhungen tragen wir im Sold des Kontos ein, das heißt, eine Kapitalerhöhung durch den Geschäftsinhaber vergrößert die Schuld des Geschäfts gegenüber dem Inhaber. Das heißt, das Konto Eigenkapital nimmt zu. Ein Kapitalrückzug verkleinert die Schuld des Geschäfts gegenüber dem Geschäftsinhaber, das heißt, das Konto Eigenkapital nimmt ab. Das Konto Eigenkapital hat einen Anfangs- und einen Schlussbestand. Einzelunternehmen führen zusätzlich zum Eigenkapital noch ein Konto Privat. Das Konto Privat ist ein Unterkonto des Kontos Eigenkapital, also auch ein Passivkonto. Im Konto Privat werden laufende Bezüge und Gutschriften des Geschäftsinhabers während des Geschäftsjahres erfasst. Beispiele dazu gleich auf den nächsten Folien. Achtung, das Konto Privat hat keinen Anfangsbestand. Weshalb das so ist, das sehen wir gleich. Die folgenden Geschäftsfälle verbuchen wir als Gutschriften des Geschäftsinhabers im Konto Privat: der Lohn des Inhabers und den Eigenzins. Wieso einen Eigenzins? Das Eigenkapital könnte der Firmeninhaber auch anderweitig anlegen, zum Beispiel das Geld auf ein Bankkonto legen oder Aktien damit kaufen. Hier würde der Geschäftsinhaber ebenfalls Zinsen oder Dividenden erhalten.
Daher vergütet sich der Geschäftsinhaber beim Einzelunternehmen in der Regel ebenfalls einen Eigenzins. Weiter Zahlungen von Geschäftsrechnungen, die der Inhaber aus privaten Mitteln tätigt. Oder wenn private Räume oder das Privatfahrzeug dem Geschäft überlassen werden. Die folgenden Geschäftsfälle verbuchen wir als Bezüge des Geschäftsinhabers im Konto privat: Bar- oder Warenbezüge des Einzelunternehmers aus dem Geschäft, Zahlungen von Privatrechnungen des Geschäftsinhabers durch das Bankkonto des Einzelunternehmens oder das Überlassen von Geschäftsräumen für private Zwecke. Nun ein paar wichtige Geschäftsfälle im Überblick. Wenn sich der Inhaber den Lohn bar ausbezahlt, buchen wir dies mit Lohnaufwand an Kasse. Der Inhaber muss sich den Lohn aber nicht auszahlen, er kann sich den Lohn auch nur gutschreiben. Wie eine Lohnauszahlung vergrößert die Eigenlohngutschrift den Lohnaufwand des Unternehmens. Die Gutschrift vergrößert zudem die Schuld des Geschäfts gegenüber dem Geschäftsinhaber, das heißt, das Konto privat nimmt zu. Im Soll also Lohnaufwand und im Haben privat. Diese Lohngutschrift ist im Gegensatz zu einer Lohnauszahlung nicht liquiditätswirksam. Das heißt, durch die Gutschrift fließt kein Geld, also via Kasse, Post oder Bank, aus dem Unternehmen. Dies macht besonders Sinn bei jungen Unternehmen, die über wenig liquide Mittel verfügen. Durch eine Lohngutschrift kann der Geschäftsinhaber sicherstellen, dass genügend Liquidität im Unternehmen bleibt und den Lohn später beziehen. Der Geschäftsinhaber kann sich für das dem Geschäft zur Verfügung gestellte Eigenkapital einen Eigenzins gutschreiben. Dadurch vergrößert sich die Schuld des Geschäfts gegenüber dem Geschäftsinhaber. Das heißt, das Konto privat nimmt zu. Im Soll also Finanzaufwand und im Haben privat. Bezieht der Geschäftsinhaber für private Zwecke zum Beispiel Handelswaren, Produktionsmaterial oder Büromaterial aus dem Unternehmen, so verkleinert sich die Schuld des Geschäfts gegenüber dem Geschäftsinhaber, das heißt, das Konto privat nimmt ab. Wir buchen im Soll privat und im Haben zum Beispiel Handelswarenaufwand, Materialaufwand oder Verwaltungsaufwand. Bezieht der Geschäftsinhaber Geld aus dem Unternehmen, zum Beispiel ein Bezug aus der Geschäftskasse oder eine Privatrechnung wird durch das Geschäft bezahlt, so verkleinert sich die Schuld des Geschäfts gegenüber dem Geschäftsinhaber ebenfalls. Das heißt, das Konto privat nimmt auch ab, hier im Soll privat und im Haben Kasse oder Bank. Erbringt der Geschäftsinhaber als Privatperson eine Geld- oder Naturalleistung für das Geschäft, zum Beispiel das Privatauto wird zur Verfügung gestellt oder ein Einkauf von Büromaterial wird privat bezahlt, so vergrößert sich die Schuld des Geschäfts gegenüber dem Geschäftsinhaber. Das heißt, das Konto privat nimmt zu. Hier verbuchen wir im Soll zum Beispiel Fahrzeugaufwand, Handelswarenaufwand, Materialaufwand oder Verwaltungsaufwand und im Haben dann privat. Beim Rechnungsabschluss wird der Saldo des Kontos privat mit dem Eigenkapital verrechnet. Hier gibt es zwei Fälle. Erster Fall, das Konto privat hat einen Habenüberschuss. Zweiter Fall, das Konto privat hat einen Sollüberschuss. Danach müssen wir noch den Jahreserfolg, einen Gewinn oder Verlust aus der Erfolgsrechnung mit dem Eigenkapital verrechnen. Im Anschluss können wir dann alle Bestandeskonten abschließen und die Schlussbilanz erstellen. Zum ersten Fall, das Konto privat hat wie in unserem Beispiel einen Habenüberschuss. In diesem Fall ist der Saldo im Konto privat auf der Sollseite, das heißt die Gutschriften für den Geschäftsinhaber waren größer als die Bezüge. Demnach hat das Geschäft eine Schuld gegenüber dem Geschäftsinhaber und das Konto Eigenkapital nimmt zu. Für diese Verrechnung verbuchen wir im Soll privat und im Haben Eigenkapital. Zum zweiten Fall, das Konto privat hat einen Sollüberschuss. In diesem Fall ist der Saldo im Konto privat auf der Habenseite. Das heißt, die Bezüge für den Geschäftsinhaber waren größer als die Gutschriften.
Demnach hat das Geschäft ein Guthaben gegenüber dem Geschäftsinhaber und das Konto Eigenkapital nimmt ab. Für diese Verrechnung verbuchen wir im Soll Eigenkapital und im Haben privat. In beiden Fällen wird das Konto privat ausgeglichen. Das heißt, es hat nach der Verrechnung einen Saldo von 0 und ist geschlossen. Das Konto privat erscheint deshalb nie in einer Schlussbilanz und hat nie einen Anfangsbestand. Der Jahreserfolg wird in der Erfolgsrechnung ermittelt. Der Erfolg, also ein Gewinn oder Verlust, wird am Jahresende mit einem Buchungssatz in der Bilanz ausgewiesen. Ein Gewinn wird auf das Konto Jahresgewinn, ein Passivkonto, übertragen. Der Buchungssatz lautet Erfolgsrechnung an Jahresgewinn. Ein Verlust wird auf das Konto Jahresverlust, ein Minus-Passivkonto, übertragen. Der Buchungssatz lautet Jahresverlust an Erfolgsrechnung. Im neuen Jahr wird der Erfolg mit dem Eigenkapital verrechnet. Bei einem Jahresgewinn lautet der Buchungssatz Jahresgewinn an Eigenkapital, bei einem Jahresverlust Eigenkapital an Jahresverlust. Ein Jahresgewinn kann an den Geschäftsinhaber auch ausbezahlt werden, zum Beispiel via Banküberweisung, dann lautet der Buchungssatz Jahresgewinn an Bank. Hier auf der Folie noch die Abschluss- und Eröffnungsbuchungen für die Konten Eigenkapital, Jahresgewinn und Jahresverlust. Das Konto privat wird mit dem Eigenkapital verrechnet und erscheint, wie vorher gesehen, nie in einer Schlussbilanz und hat nie einen Anfangsbestand. Daher gibt es beim Konto privat keine Abschluss- und Eröffnungsbuchungen. Hier noch einmal die Buchungstatsachen beim Jahresabschluss im Überblick. Das steuerbare Einkommen des Geschäftsinhabers setzt sich aus drei Elementen zusammen: dem Eigenlohn, dem Eigenzins und dem Unternehmenserfolg, also einem Gewinn oder einem Verlust. Wie verändert sich das Unternehmereinkommen, wenn sich der Einzelunternehmer 200 Franken mehr Eigenlohn gibt? Da sich der Geschäftsinhaber 200 Franken mehr Lohn gibt, erhöht sich der Lohnaufwand um 200 Franken. Dadurch verringert sich aber der Reinerfolg ebenfalls um 200 Franken. Das Unternehmereinkommen bleibt somit gleich hoch, im Beispiel weiterhin 10.000 Franken. Das steuerrelevante Unternehmereinkommen ist also unabhängig von einer Eigenlohn- und einer Eigenzinsgutschrift.